Ja, heute Abend sprechen wir mit Thorsten Labig, Lehrer und Bildungsblogger aus Frankfurt am Main. Hallo Thorsten. Hallo Christian. Ja, du hast dich in letzter Zeit sehr intensiv mit offenen Bildungsmaterialien auseinandergesetzt, mit Open Educational Resources, OER. Erklär uns doch mal kurz, was das ist. Also soll ich sie erklären oder soll ich es kurz machen? Ich würde sagen, erklär's. Okay, da ist das Problem auch schon einigermaßen umrissen. Es gibt nämlich keine von allen getragene Definition dafür, was Open Educational Resources sind. Das fängt schon bei der Übersetzung an. Die einen sprechen von offenem Bildungsmaterial, andere von offenen Bildungsmedien. Dann kommen andere wieder, die sagen, das sei freies Bildungsmaterial oder freies Lernmaterial. Also da fängt schon beim Begriff an. Aber es gibt eine gewisse Einigkeit darüber, was dieses Material, dieses Lernmaterial leisten soll. Es soll nämlich verfügbar sein. Es soll offen verfügbar sein, das heißt idealerweise kostenfrei verfügbar. Es soll Material sein, das verwendet werden kann, das weiterverarbeitet werden kann, das also nicht unter einer Lizenz steht, in der man es nur so verwenden darf, wie es da nun einmal gedruckt wurde, wenn man es überhaupt verwenden darf. Und darüber hinaus sollen, wenn es sich um digitale Formate handelt, offene Standards eingehalten werden. Ziel ist es, Bildungsmaterial so weit wie nur möglich zugänglich zu machen. Der Hintergedanke dabei ist, dass die Fähigkeit zu lernen eine ist, die jeder Mensch hat. Die Möglichkeit, diese Fähigkeit aber auch zu entfalten, eben nicht jedem Menschen gegeben ist, da eben der Zugang zur Bildung aus welchen Gründen auch immer beschränkt ist und das offene Bildungsmaterial oder die offenen Bildungsmedien oder freie Bildungsmedien, das sind wir bei der Begrifflichkeit, versucht da ein wenig entgegenzusteuern, indem es sagt, das Material ist frei verfügbar, kann genutzt werden, kann aber zum Beispiel auch von einem Lehrer an seine Lerngruppe angepasst werden, kann gemixt werden, kann weitergegeben werden unter einer Bedingung, es bleibt unter der gleichen Lizenz. Das heißt, es wird weiter unter einer freien Lizenz, unter einer Creative Commons Lizenz weitergegeben. Und Material, das das leisten kann, wird im gewissen Sinne als freies Bildungsmaterial gesehen. Die ersten, die es gemacht haben, war übrigens das MIT in den USA, die eine Open Courseware entwickelt haben und damit im Prinzip ihre Kurse, ihre Seminare, die sie vor Ort gegeben haben, verfügbar gemacht haben. Und dann begann die Diskussion vor etwa 10 Jahren, 2002 in der UNESCO, dass es doch gut wäre, solches freies Bildungsmaterial verfügbar zu haben. Okay, aber ich meine, im Internet gibt es doch unendlich viele Materialien, die kann ich doch alle verwenden als Lehrer, oder nicht? Du kannst dieses Material in der Regel nicht verwenden, da es, wenn zum Beispiel gar nichts dabei steht, automatisch unter dem deutschen Urheberschutz steht, also unter dem Copyright. Das heißt, da ist eine Lizenz drauf, ob das passt oder nicht. Also es gibt Kollegen, die sagen, ich stelle das ja ins Internet, das kann jeder verwenden. Wenn man es aber ganz strikt sieht, ist das nicht so. Man muss das Material unter eine Lizenz stellen, die diese Verwendung möglich macht. Lizenzen zur Auswahl stellt Creative Commons Org zur Verfügung. Das heißt, es ist gar nicht so aufwendig, die richtige Lizenz zu finden. Aber freilich, ja, wenn man ins Internet geht, muss man sich mit diesen Fragen wie Urheberrecht und so beschäftigen. Selbst wenn man sagt, man kann es doch verwenden. Nein, was im Internet ist, ist nicht frei verfügbar, nur weil es irgendwie frei einsehbar ist, sondern es steht im Internet und unterliegt den gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen wie anderes Material auch. Was bewegt dich persönlich denn dazu, dich mit Open Educational Resources näher zu befassen? Das war ein, ja, fast schon Zufall, möchte ich sagen. Das begann letztes Jahr, Anfang November. Markus Beckedahl von Netzpolitik.org hatte sich die Verträge der Kultusministerkonferenz mit den Schulbuchverlagen bezüglich Kopierrechten einmal näher angeschaut. Denn es ist ja so, wir dürfen aus Schulbüchern kopieren in einem bestimmten Rahmen. Da gibt es Absprachen. Das wird auch entsprechend von den Kultusministerien an die Schulbuchverlage vergütet. Aber es gab in diesem, oder es gibt in diesem Vertrag einen Passus, der sagt, dass keine Digitalisate, also keine digitalen Kopien aus Lehrmaterial angefertigt werden dürfen. Und zur Absicherung, dass das auch nicht geschieht, gibt es eine Software, die eben schulöffentlich zugängliche Rechner scannen soll, ob solches Material da ist. War ich an diesem Tag
relativ früh Unterrichtsschluss hatte und am nächsten Tag relativ spät Unterricht hatte und dazwischen keine Korrekturen lagen, das war also ein relativ günstiger Tag, habe ich mich dann hingesetzt und habe mich damit beschäftigt und darüber gebloggt, und herausgekommen ist ein offener Brief an die Schulbuchverlage, der auch rezipiert worden ist, also wahrgenommen worden ist. Und ein Gedanke dabei war, wie kann man einem solchen Bestreben der Kontrolle per Software in Schulrechnern, es wurde das Schlagwort Schultrojaner, was es im strengen Sinne nicht ist, aber es wurde geprägt, war sehr eingängig, hat auch seine Wirkung gezeigt, geprägt. Und wie kann man dagegen vorgehen? Oder was gibt es an Alternativen, um Material so verfügbar zu haben, dass eben diese rechtlichen Irritationen nicht stattfinden? Das war im Prinzip der Schritt, der mich dann dazu geführt hat, diesen OER-Phänomen überhaupt erstmal intensiv zu begegnen. Du hast gerade angesprochen Schulbuchverlage, die Entwicklung der letzten Zeit. Da gibt es ja auch einige Entwicklungen hin in Richtung digitalen Schulbüchern. Also einerseits von den Schulbuchverlagen ausgehend, andererseits wie beispielsweise von Firmen wie Apple, die das iPad auf diese Art und Weise oder iBooks auch für die Schulen nutzbar machen wollen. Wie beurteilst du denn diese Tendenzen? Finde ich prima. Ich finde es gut, dass in dieser Sache was passiert. Ich finde es auch gut, dass die Schulbuchverlage da an dem Thema jetzt endlich dran sind, weil das bislang ja doch eher etwas zurückhaltend angegangen worden ist. Das heißt, es wird auch für digitale Endgeräte Material geben, die man einsetzen kann, die aber dann natürlich auch wieder mit den rechtlichen Fragen verbunden sind. Wie kann man sie nutzen? Was ist mit ihnen erlaubt? Was ist mit ihnen nicht erlaubt? Das heißt, das ist keine Entwicklung, die jetzt sagen lassen könnte, okay, das mit den OER hat sich erledigt, weil jetzt ja im digitalen Bereich etwas passiert. Auch wenn diese digitalen Fragestellungen für mich zumindest ein Ausgangspunkt waren, mich damit zu beschäftigen. Wie sich das jetzt entwickeln wird, muss man mal schauen. Es gibt auf der einen Seite Global Player wie Apple, die mit iBooks versuchen, in den Bildungssektor einzudringen, was in den USA auch schon ganz gut funktioniert. In Deutschland sieht es so aus, dass die deutschen Schulbuchverlage, zumindest 27 deutsche Schulbuchverlage, sich zusammengetan haben, um eine digitale Lösung zu schaffen, die plattformunabhängig ist, also nicht nur auf Rechnern funktioniert, die mit so einem Obst versehen sind, und die dann auch noch die Lizenzen verwalten können sollen. Also, dass ein Schüler sich das für ein Schuljahr ausleihen kann und dann verfällt die Lizenz. Und wie das Ganze praktisch aussehen wird, ich habe das noch nicht gesehen. Es wurde auf der Didakta im Februar in Hannover vorgestellt. Diejenigen, die mir darüber berichtet haben, sagten, es handelt sich weitgehend um PDF-Lösungen. Also, dass die Schulbücher erst einmal im PDF dort eingearbeitet sind, was auch pragmatisch naheliegend ist, weil ja die analogen Schulbücher vorhanden sind. Ob man sich da noch weiterentwickeln wird, wird man schauen. Ich weiß, dass ein paar große Schulbuchverlage noch eigene Lösungen am Erarbeiten sind, die deutlich interaktiver wohl sein sollen als das, was jetzt bei diesen digitalen Schulbüchern, dieser Gemeinschaftslösungen, bislang berichtet wurde, dass vorhanden sei. Ja, neben diesem kommerziellen Markt gibt es ja, wie gesagt, auch das offene Internet, in dem, wenn man jetzt offene Bildungsmaterialien in den Blick nimmt, ja am naheliegendsten ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die Materialien erstellen, Arbeitsblätter und so weiter, die auch im Sinne von offenen Bildungsmedien zur Verfügung stellen. Und jetzt kennt man aus dem ein oder anderen Lehrerzimmer die Äußerung, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht so arg bereit sind zu teilen. Ist das auch deine Erfahrung? Und gleich mitgefragt, wie kann man Lehrerinnen und Lehrer dazu motivieren, ihre Materialien auch im Internet zur Verfügung zu stellen unter entsprechenden Lizenzen? Ja, ich habe auch schon gehört, dass es diese Erfahrung gibt. Meine Erfahrung ist es nicht. Wenn wir miteinander kooperieren, wenn wir uns von Unterricht erzählen, tauschen wir uns auch aus. Was nun die Präsenz von solchen Materialien im Internet angeht, die Frage, wie ich andere dazu bewege, ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, was kann ich selbst dazu beitragen, und das wird dann auch ausstrahlen. Davon bin ich einfach fest von überzeugt. Was man natürlich machen muss, ist die eigene Nutzung und Erstellung solcher Materialien dann auch zu kommunizieren. Also ich habe gerade ein Beispiel im Hinterkopf. In der Oberstufe, dank Landesabitur, müssen wir die gleichen Lektüren lesen. Lesen die in der Regel auch etwa parallel.
Und ich habe jetzt zu einem Kafka-Text, der einigermaßen übersichtlich ist, 7 Druckseiten, wenn man ihn von Wikisource nimmt, ein Exemplar genommen, habe das ausgedruckt, habe den Kollegen gesagt, hier, die Schüler müssen das Buch gar nicht kaufen. Wir haben das hier ja online und da haben wir sogar Seitenzahlen drin, da können die Schüler völlig unabhängig davon, ob sie jetzt das auf Papier lesen oder ob die einzelnen Schüler, die schon E-Book-Reader verwenden, die ganze Version im E-Book-Reader drin haben, da hat man auch die gleichen Seitenzahlen, kann man gut mitarbeiten und wenn ein Schüler sein Exemplar verschlammt, kann man sagen, ja, geh auf Wikisource, nutze den PDF-Ersteller und mach dir ein neues Exemplar davon, weil die Seitenzahlen gleich bleiben. Ja, und das Resultat ist, dass dieses Papier nun durch die Kurse geht, von den Kollegen, den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt wird und wir gleichzeitig über das Thema Lizenzen ins Gespräch gekommen sind. Also ich zumindest habe in der ersten Stunde auch das letzte Blatt, das diesem Dokument beigefügt ist, angesprochen. Denn das ist ein Blatt, auf dem nichts anderes steht als die Lizenz und die Nennung der Namen der Leute, die daran gearbeitet haben. Und somit ist das jetzt im Umlauf. Und ich konnte mit einigen Kollegen darüber reden, dass es das gibt, dass das möglich ist, konnte ihnen zeigen, wie das geht. Und jetzt nutzen wir das und habe sogar noch aus dieser Stunde, in der dieser Text vorgestellt wurde, einen Unterrichtsentwurf verschriftlicht, den ich dann in meinem Blog zugänglich gemacht habe. Der ist da jetzt frei verfügbar. Ich habe den unter einer OER, also unter einer Creative Commons Lizenz gestellt. Also die Devise ist, als gutes Beispiel vorangehen. Ja, das ist zumindest die Devise, die ich für sinnvoll erachte. Es gibt zugegebenermaßen andere Stimmen, die sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, wir müssen aber erstmal die Finanzierung klären. Ich persönlich bin der Auffassung, die Finanzierung wird sich dann klären, wenn sich gezeigt hat, dass dieses Material gut und tragfähig ist. Alles klar, vielen herzlichen Dank für das Interview und ja, wir wünschen noch einen schönen Abend. Danke, wünsche ich auch. Tschüss. Tschüss.